Ja, Hallihallöchen und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge und einer neuen Aufnahmesession von Fallout New Vegas, meine Lieben. Ja, ich bin hier im Bison Hotel. Da habe ich schon, die habe ich schon nackig gemacht, diese Pulverbanditen da. So, wir machen weiter. Wir kämpfen gegen die Pulverbanditen, Leute. Hier drinnen im Restaurant oder was es da sein soll. Da drüben haben wir noch einen Pulverbanditen. Habe ich zumindest gesehen. Letztens. Registrierkasse ist leer. Was haben wir da überall? Korken. Ha, super. Briefbeschwere. Registrierkasse öffnen. Haarklammer und Vorkriegsgeld. Zweimal. Ja, es wird jetzt immer interessanter. Ah, da kam mir so viel Loot, Leute. So viel stinky Junk-Loot. Teddybär, kleines ruiniertes Buch, Brauseflasche. Vorkriegsbuch haben wir da einige. Spielzeugauto kann man mit dem craften? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich mit dem craften kann. Ah, das ist beim Let's Play vom lieben Honk. Der Fall, der spielt den Dreierteil. Und ja, lieber Honk, ich schaue weiterhin bei dir. Weil mir deine Let's Plays einfach gefallen. Ja, nur so zur Information. So, okay, Vorkriegsbücher. Ich habe keine Ahnung, inwiefern ich diese Vorkriegsbücher jetzt, brauche. So, da haben wir auch noch ein Spielzeugauto. Korken, was? Das sind Korken am Boden. Bodensee, verschlossen, schwer. Metallkiste. Tasse und Vorkriegsgeld. So, da sind wir mal fertig. Haben wir mal ausgelootet alles, oder was? Ja, Gott sei Dank. Weiter geht's, Leute. Da sind Pulverbanditen und das jede Menge. Sternkorn. Was war da? Sarsaparilla Sternkornchen, was? Leere Whiskyflasche. Mülltonne. So, da ist irgendwo ein Bandit. Aktivieren Esotronic 3000. Was haben wir da? Mentats. Kaugummi. Bäh. Ich hatte. Na los! Oh, Leute. Ich hasse das mit dem Watz. Ich bin das so gewöhnt. So, der ist hinüber. Ich bin wieder verkrüppelt. Ich habe aber, glaube ich, einen Stimmbug. Den muss ich mir reinpfeffern. Aber er hatte wieder. Ich krieg sie wieder rein. Oh, das ist nicht so einfach, Leute. Mülltonne leer.
Wahnsinn, oder? Korken, zwei Stangen zu verkleinern, okay. Okay. Da haben wir mal nichts. Ich bin so gerade so konzentriert, Leute. Oh, ich habe keine Ahnung, wie es da weitergeht da drin. Na, reicht schon. Wow. Da bist du, du Vogel. Ja, der ist tot. Alles nehmen. Verkrüppelt, Leute. Steampack. Weg mit dir. Leute! Ah! Frische Kartoffel. Ich bin richtig im Arzttasche. Macht Spaß. Wo bist du? Na, reicht schon. Nächster bitte. Geht schon? Ja, ich glaube, das war's. Korken. So, ich bin gerade so konzentriert. Dynamit mit langer Lunte. Ich bin überlastet und kann nicht mehr laufen. So, da muss ich was weggeben, Leute. So. Reparieren. Okay. Wollt. So, somit habe ich da mal alles Waffen. Ja, die kann ich komplett reparieren, die Waffe. Ja. Super, Leute. Diese Pistole ist wieder am Start! Entschuldigung, Leute. Kleinkalibergewehr. Diese repariere ich. Laserpistole, die kann ich auch nicht. Die kann ich gar nicht reparieren, aber das, der Kreuzschlüssel, reparieren.
Ja, geht da was runter? Das ist ja toll! So, passt. Mal wieder aufladen, jetzt habe ich wieder einiges bekommen. So, Anführer. Flammbrennstoff. Oh. Den habe ich schon ausgenommen. Passt. Da haben wir keine mehr. Servus, wer bist du? Sind Sie zufällig gekommen, um mich zu erretten? Ja, sicher. Ich würde mir dafür die Daumen drücken, aber meine Hände sind ganz taub. Sie müssen Deputy Beagle sein. Oh ja, sehr vergnügt, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin hier in einer, misslungenen Lage. Wäre Ihnen höchst verbindlich, wenn Sie mich freimachen könnten. Ja, okay. Haben Sie Informationen... Wie kann das genommen werden? Haben Sie Informationen über Kahnen, die mit einem Kerl in einem Karriere... Wie kam es, dass Sie als Geisel genommen wurden? Einmal, ja. Also, ich kann nur sagen, das war mein Karrieretief als Gesetzeshüter. Ja, du bist komisch. Die Pulverbande schlich bei Nacht in die Stadt und brachte meine Schwester und ihren Mann, den Sheriff, um. Im Bett, während ich schlief. Im Büro. Ich überwachte sie scharf und wartete sprungbereit auf den rechten Moment, um sie alle zu arrestieren. Dabei machte ich mir gewissenhafte Notizen. Okay. Zu meinem Besturz wurde ich entdeckt, während ich in den Schatten lauerte und man verbrachte mich an diese Örtlichkeit. Ja. Haben Sie Informationen über Kahne, die mit einem Kerl in einem karierten Anzug unterwegs sind? Ja. In der Tat, werter Herr, und ich würde nur zu gerne meine Informationen mit Ihnen teilen, sobald man mich enthaftet. Okay. Bleiben Sie erst einmal an Ort und Stelle. Keine Eile wegen meiner Wenigkeit. Ich fühle meine Hände und Beine schon seit Stunden nicht mehr. Na, das ist aber toll. Warte, ich komme gleich wieder zurück, ja? Stimpaks brauche ich. Also ich muss unbedingt Stimpaks kaufen dann einmal. Blechteller, Topf, Messer. Da ist ein Kühlschrank. Whisky, Wodka, Punk. Bankettwein, Bier und Atomcocktail, na sehr was. Bin schon wieder überlastet und kann nicht rennen. Ach Leute, das gibt's ja nicht. Brillenhelm, SW2, das kann ich weggeben. Weggeben. 209 Lederrüstung. SW6. Oh, Leute. Ja, Söldner Outfit. Aber das, ich muss mich bald reparieren lassen, Leute. Kann ich weggeben. Ich habe eine neue Rüstung jetzt wieder an. Kreuzschlüssel weg. Ah, reparieren. Kann ich weg. Weggeben. Messer, ja, gebe ich auch weg. Ist doch wurscht. Dynamit mit langer Lunte lasse ich mir mal noch. Flammpatronenwaffe. Leute! Die ist aber extrem schwer. 12 Gewicht. Aber Wurstigkeit. Das habe ich ein paar Sachen weggegeben. Gegeben. Ich kann nicht mehr looten, aber aufbereitetes Wasser nehme ich mal. Die ganzen Teller. Junk Loot. Ja, Junk Loot tut immer gut. Das Problem ist nur, ich kann im Moment nichts mehr aufheben. Ofen. Ah, alles nehmen. Zündflamme. Stimpak. Jawohl. Haklammer, leere Spritze. Stimpaks habe ich wieder. Einen zumindest. So, ich mache mal einen Schnellspeicherpunkt. Hallo, wer ist da? Verkaufsautomat? Nö, das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, der Verkaufsautomat. Die ganzen Whiskyflaschen, das nimmt alles nur Platz weg. Ich sollte wieder handeln gehen, Leute. Welcher... Kann ich schon wieder skillen, Leute? St-
Stufe 2. 86 AP. Ja, bald. Bald kann ich wieder. Leere Whiskyflasche. Ja, nehme ich diese Blechdosen mit. Bin ich schon wieder überlootet? Das gibt's ja nicht. Leute. Einer Praxoputzmittel weg. Schade eigentlich, aber naja. Ich komme aber wieder. Leere Brauseflasche. Nö, kann ich jetzt nicht mehr looten. Will ich auch nicht mehr looten. Das ist nicht toll. Das gefällt mir gar nicht. Aber, so, wie, was haben wir da eigentlich? Der ist tot. Okay. Dann holen wir diesen komischen. Dann holen wir den komischen. Ja, komm mit. Es wäre hocherfreulich, wenn Sie mich frei machten. Ich bin in einem ziemlichen Zustand. Achso, das helfen Sie bei meiner Entfesselung und ich sage, was Sie wollen, auch über diese Kahne. Ich werde Sie jetzt freilassen. Oh, na, das ist ja großartig. Okay. Ich denke mal, ich mache mich auf die Fersen nach draußen. Die Luft ist doch etwas eng hier drin. Sprache 25. Wenn Sie versuchen wegzulaufen, abgeschlossen. Der Bettel von Bryn wird von der Boulevard in Prison gefangen gehalten. Mit dem aus dem Beißenstief geretteten Beagle über den Schutz der Stadt reden. Ich habe sie doch nicht losgemacht, damit sie weglaufen können. Sie bleiben bei mir. Sprache. Wenn sie versuchen wegzulaufen, statt an meiner Seite zu kämpfen, dann bringe ich sie selber um. Haha. Ja. Oh, aber gewiss doch. Ich würde nie zulassen, dass sie meine Entführer mit meiner Hilfe bekämpfen. Ohne meine ich. Bitte ihnen nach. Du bist so ein Vogel. Wirklich. Okay, dann marschieren wir mal. Marschieren wir. Da geht's eh nicht weiter. So. Okay, das sind nur Steine. Gut. Raus hier. Was ist das hier? Da kann man nicht. Kann ich nicht durch. So. Da kann ich auch nicht durch. Verschlossen schwer. So, nach Prim, Leute. Nach Prim, also wir sind da in Prim, aber wieder raus. Howdy. Servus. Das war auf jeden Fall Hotel Beißensteve. So, und jetzt? Nun, das war ja ein ziemliches Abenteuer. Diesen Sträflingen haben wir ein oder zwei Lektorate erteilt, nicht wahr? Du? Was redest du von mir? Mich selbst aus der Versiegelung freizubrechen, natürlich ohne ihre Rolle dabei dämpfen zu wollen, aber das war schon spannend. Bist du ein Vogel? Das Problem ist, Prim ist immer noch gesetzlos. Was tun wir, wenn uns die nächsten Raufbolde bedrohen und als Geiseln nehmen? Ha! Wovon reden Sie denn? Sie sind jetzt der Sheriff? Oh nein, ich bin nur der Deputy. Und ich kann kein Deputy sein ohne einen Sheriff. Das nennt man Befehlsverkettung. Mhm. Was für Qualifikationen braucht ein Sheriff? Es sollte jemand Tapferes sein, wie Sie, aber mit mehr Bodenverhaftung. Jemand, der sich hier niederlässt und auf uns aufpasst. Ich hörte die Pulverbanditen von jemandem im Gefängnis sprechen. Myers heißt er und soll Erfahrung als Sheriff haben. Vielleicht eine gute Wahl. Die RNK ist nicht weit. Die könnte man doch auch bitten, die Stadt zu übernehmen. Frage mich, warum wir nicht schon längst von ihnen geholfen werden. Notiz: Für dein Debüt haben sie nicht erschossen. Ich hatte mir zugeführt. Beagle möchte einen neuen. Okay. Ich werde helfen, Recht und Gesetz in Prim wiederherzustellen. Ja. Oder? Sie werden? Das ist ja grandios. Ich beginne schon mal über einige Fragen für das Einstellungsgespräch nachzudenken. Oh Gott! Der Sheriff, der in der RNK-JVA eingekehrt ist, könnte eine gute Wahl sein. Mhm. Sie könnten auch den RNK-Menschen da drüben überreden, die Stadt unter seinen Fittich zu nehmen. Obwohl Kriegsrecht nicht ganz so amüsierlich klingt. Okay.
Ja. Schon Glück gehabt bei der Suche nach einem Sheriff-Kandidaten für uns? Können Sie mir etwas über den Mann im karierten Anzug sagen, der hier vorbeigekommen ist, jetzt endlich? Ach ja, meine Erinnerung ist schon viel klarer, jetzt wo ich entbunden bin. Ich sammelte Aufklärung und Informationen über einige Pulverbanditen. Da kamen die Großkane mit ihrem Freund im Anzug. Sie sprachen über eine Lieferung von einem Kurier. Ich nehme an, das waren Sie. Mhm. Sie sagten, Sie seien unterwegs über Nipton nach Novak, um dort eine Kontaktierung wahrzunehmen. Okay. Kartenmarkierung hinzugefügt. Prims gesetzlich finden über den Verbleib angeführt. Über Nipton und Novak reisen. Okay. Hast du noch was für mich? Schon Glück gehabt bei der Suche nach einem Sheriff-Kandidaten für uns? Ich bin noch auf der Suche. Ich danke Ihnen sehr freundlich für Ihre Bemühungen. Ja. Glauben Sie, dass Prim Slim Sheriff werden könnte? Tja, ich nehme an, er könnte es schaffen, ein Sheriff zu sein. Wenn Sie es schaffen, ihn zu reprogrammieren. Okay, auf Wiedersehen. Wiedersehen. So, Prim Slim umprogrammieren, dass er als Sheriff von Prim fungieren kann. Ah, okay. So, meine Lieben, war die Folge schon wieder um? Meine Lieben, das war's auch mit dieser Folge hier. Sie ist schon wieder um, leider Gottes. Wir haben, ja, quasi das Krankenhaus... Restaurant, was ist das jetzt genau gewesen? Haben wir auf jeden Fall beseitigt gemacht. Hotel, genau, das war das Hotel. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Folge von Fallout New Vegas. Game over und ciao.